Bölk für ihn spielte von Anfang an Chris Jumpschiss und Willibert Krämer musste auch Ferenc Schmidt ersetzen. Hier aber nochmal das schöne Tor von Michael Tönnies. Allerdings die KSC-Abwehr sah da ganz schlecht aus. Der MSV in der 12. Minute abermals über Juti. Tönnies Fallrückzieher und 2:0. Wenn es nicht Werbung für die ARD sein würde, hätte ich jetzt gesagt, das könnte das Tor des Monats werden. Aber so erspare ich Ihnen das. Also, das 2:0 für den MSV nach 12 Minuten und der Torschütze Tönnies, er kam noch vor Wittwer an den Ball. Manch einer beim KSC will da abseits gesehen haben. Ich sag mal leicht abseits verdächtig, aber ein solches Tor wollen wir dadurch nicht schlechter machen, als es war. Oliver Kahn, er konnte einem bereits nach 12 Minuten leid tun. Wir sind in der 15. Minute. Der MSV mit Bremser. Den kennen Sie, Tönnies. 3 Tore innerhalb von 5 Minuten. Ein lupenreiner Hattrick. Wann hat es das zum letzten Mal gegeben? Wir haben nachgefragt beim Sportinformationsdienst. Die suchen immer noch. Vielleicht kann es Ihnen Burkhard Weber am Ende der Sendung sagen. Hier nochmal die Szene. Tönnies 3:0 nach einer Viertelstunde. Und sie konnten einem leid tun. Die Gäste aus Karlsruhe, sehen Sie, Oliver Kahn, ein Entsetzensschrei. 3 Tore innerhalb von 5 Minuten, 3-mal Tönnies. Da war Stimmung in der Bude. 38 Minuten gespielt und ein Foul von Wolfgang Rolf an Tarnath. Das hätte auch Rot geben können. Der Schiedsrichter, Herr Hartmut Strampe, der sein erstes Bundesligaspiel pfiff, gab nur Gelb. Und weiter der MSV im Vorwärtsgang. Nordhoff, exakt die Flanke. Und den Torschützen müssen wir Ihnen nicht vorstellen. Michael Tönnies, 4 Tore in einer Halbzeit. Unglaublich. Und der Jubel um ihn, er war grenzenlos. Sehen Sie, wie Harford nicht mehr rankommt. Die Flanke von Patrick Nordhoff, dem Libero. Und Tönnies schlägt zum 4. Mal zu. 39 Minuten gespielt. Was soll's, darüber wollen wir nicht streiten. Der MSV dennoch weiter im Vorwärtsgang und Tönnies! 67 Minuten gespielt. Unglaublich, der 5. Saisontreffer. Wann hat es das zum letzten Mal gegeben? Das fragt man sich einfach. Da haben wir nachgeschaut. 1. November 86. Frank Hartmann vom 1. FC Kaiserslautern. Ralf Barney säbelt da am Ball vorbei. Und Michael Tönnies 6:2. Fantastisch die Leistung von Tönnies heute Abend. Fehler zwar in der KSC-Abwehr, dennoch Tönnies großartig. Was macht man da? Natürlich ordentlich, wie wir in Deutschland sind. Ein Übertrag. 6:2, so stand es an der Anzeigetafel. Dann ging Michael Tönnies, kleine Prellung am Fuß. Für ihn kam Schlotterbeck. Schlotterbeck kam für Bremser und ich muss es richtig sagen, Struckmann kam für Tönnies. Michael Tönnies, können Sie sich erinnern, ob Sie irgendwann schon mal 5 Tore in einem Spiel gemacht haben, vielleicht in der Jugend? In der Jugend vielleicht, aber da kann ich mich auch nicht so richtig nicht mehr daran erinnern. In der ersten Halbzeit gleich 4 Tore, ein lupenreiner Hattrick in den ersten 15 Minuten. Wissen Sie, wann der letzte in der Bundesliga passierte? Kann ich Ihnen nicht sagen, nein. Weiß ich wirklich nicht. Ist Ihnen das in der zweiten Liga mal geglückt? In der zweiten Liga auch nicht, nein. Also für Sie also auch ein jetzt einmalig, ja. Außergewöhnlicher Tag für Sie? Ja, wirklich, kann man sagen. Jeder Schuss ein Treffer. Das merkt man auch beim zweiten Tor. Sie waren selbst so ein bisschen überrascht. Der Ball kam, der Fallrückzieher, da haben Sie gar nicht mehr mitgerechnet, dass er noch ins Tor geht. Ja, genau. Ich stand mit dem Rücken zum Tor und habe den Ball Volley genommen. Und da war einfach das Glück, das ein Torjäger braucht. Und das habe ich heute gehabt. Heute en masse. En masse, ja. Ich meine, ich hätte auch lieber in Bremen 2 Stück gemacht, anstatt hier heute 5. Aber ich bin zufrieden.